Moin YouTube, ich bin's wieder. Ich zeige euch in diesem Video, wie man in dem Creative Mode mehr Speicherplatz bekommt. Man hat nämlich 4 Inseln und pro Insel hat man, wie man jetzt unten sieht, der gelbe Balken, 100 GB. Und von den 100 GB sind schon 9,23 GB benutzt. Und ich will euch zeigen, wie man noch mehr Speicherplatz bekommt. Also, das ist, wie die Insel zu Anfang aussieht, wenn das erstmal landet. Ganz normal, hier ist diese Hütte, Bäume, Steine, nothing special. Und hier noch der Port. Zurück zu, wie heißt das? Creative Zentrum, ja. Da könnt ihr auswählen, in welche Insel ihr wollt. Man hat ja 4 Inseln, wie ich bereits gesagt habe. Und ja, 9,23 GB hat man schon benutzt, sozusagen. Durch die Bäume und alles hier. Und somit hat man knapp 90,768, ja, 90,768 GB zur Verfügung. Und wenn ihr dieses Video anguckt, dann nehme ich mal an, dass ihr jedes bisschen Speicherplatz benutzt, gebrauchen könntet. Und wie ihr jetzt noch mehr Speicher bekommt, zeige ich euch jetzt. So Leute, ich melde mich hier nochmal im Nachhinein. Ich habe gemerkt, dass ich vergessen habe, etwas zu erwähnen, was ich gern ansprechen wollte. Ich werde nämlich überraschend oft gefragt, wie man den Kreativmodus bekommt. Obwohl ich dachte, dass es klar ist. Also Leute, nochmal für alle. Den Kreativmodus schaltet man als Early Access frei, wenn man sich den Battle Pass holt. Hier, Season 7. Wer sich den Battle Pass nicht holen will, der muss bis zum 13.12. warten. Denn dann wird er für alle kostenlos verfügbar sein. Aber für die, die sich jetzt schon austoben wollen, einfach den Battle Pass kaufen. Und ja, dann habt ihr den Early Access. So, zurück zum Video. Leute, erstmal müsst ihr euer Handy rausholen. Und bei mir steht zum Beispiel, hier ganz links seht ihr auf dem Bildschirm entfernen. Und ihr müsst dann einfach mal ganz locker. Also es klingt simpel, aber nicht jeder kommt darauf. Absolut alles entfernen. Es dauert, glaube ich, höchstens 10 Minuten, vielleicht auch nur 5. Also ich denke nicht, dass es lang dauert, hier alles zu entfernen. Ich weiß auch nicht, ob man das kann. Nee. Und ja, ich spule jetzt mal im Zeitraffer vor oder ich spule einfach ganz vor, ich weiß nicht. Dann sehen wir mal, wie viel Speicher ich am Ende habe. Leute, ein Tipp, wie es noch schneller geht. Also erstmal, ihr müsst auch alle Steine mitnehmen, ist ja klar. Wollte ich nochmal erwähnen, aber ihr drückt Doppel-X und dann könnt ihr mit L3 hoch, mit R3 runter schweben. Und immer hin und her geht viel schneller. Würde ich euch auf jeden Fall raten, es so zu tun. Und dann nehmt ihr alles mit. Absolut alles. Leute, was ihr nicht vergessen solltet, ist es auch die Bäume hier wegzunehmen. Moment. Also da hinten waren auch welche. Hier in den Schluchten. Man sieht sie nicht so gut, aber sie machen auch auf jeden Fall was aus. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, war es das auch schon. Es ist absolut kein Baum oder kein Felsbrocken übrig. Hier ist dieses Gebüschmäßige, aber das bekommt man eh nicht weg. So, und ihr seht auch unten am Speicher 1,826 GB von 100 verwendet. Also durch diesen Trick bekommt ihr an die 8,5, glaube ich. Ich rechne jetzt mal nur grob im Kopf.
um die 8,5 GB nochmal auf Nacken und es macht auf jeden Fall was aus. Wenn man sich austoben will, braucht man jedes bisschen Gigabyte und ja, 1,8 GB sind dann nur verwendet. Das ist dann, denke ich mal, die Insel nur und vielleicht ist das Portal. Das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es war hilfreich und informativ. Falls ihr mehr solche Videos wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Küsst euer Auge. Lasst ein Like da. Ciao, ciao.